Hallo, es gibt Pasta. Heute werde ich eine Pasta mit Thunfisch, Kapern und ein wenig Basilikum machen. Ist eine ganz leckere Sache, geht ganz schnell und die Zutaten hat man auch meistens im Haus. Um ein gutes Nudelgericht zu machen, sollte man sich auch immer eine gute Nudel kaufen. Das ist wirklich empfehlenswert. Ich nehme immer die hier, die sind wirklich ganz klasse. Dann brauche ich dazu eine Büchse Pizzatomaten, das sind ungefähr 400 Milliliter. Dann eine Büchse Thunfisch, ich nehme hier welchen im eigenen Saft. Dann habe ich hier eine Zwiebel, die habe ich mir schon mal klein geschnitten. Etwa 2,5 Löffel Kapern, eine Knoblauchzehe, das war eine ziemlich große. 2 Teelöffel Tomatenmark, dann noch Pfeffer und Salz, etwas Zucker nachher zum Abschmecken. Und natürlich etwas Olivenöl und Basilikum. Als erstes setze ich natürlich erstmal das Nudelwasser auf. Das kann man gleich salzen oder dann, wenn es kocht, das ist eigentlich ziemlich egal. Die Nudeln habe ich jetzt schon mal ins heiße Wasser gegeben. Jetzt gebe ich hier so ein bisschen Öl in die heiße Pfanne. Ja, das sind so ungefähr 1,5-2 Esslöffel. Ein bisschen verteilen, ein bisschen heiß werden lassen. Dann gebe ich die Zwiebeln ins Fett. Ja, die sollen also keine Farbe annehmen. Knoblauch gebe ich auch gleich noch mit dazu. Und das Ganze einmal so ein bisschen durchrühren. Wenn es dann so ein bisschen anfängt zu brutzeln, stelle ich immer auf kleine Flamme. Weil wie gesagt, sie sollen keine Farbe annehmen. Sie sollen jetzt wirklich nur ein bisschen glasig werden. Und sobald dann die Zwiebeln glasig sind, gebe ich auch der Tomatenmark damit bei. Und das verrühre ich dann oder verdrücke ich dann erstmal wieder so ein bisschen. Da stelle ich dann aber die Flamme schon wieder auf groß. Ja, da können sich jetzt ruhig so ein paar Röstaromen bilden. Die Zwiebeln können dann auch schon damit untergerührt werden. Wenn er so ein bisschen Farbe angenommen hat, ein bisschen angeröstet ist, dann stelle ich auf kleine Flamme und dann gebe ich die Tomaten dazu. Das sind so Pizzatomaten, so gehackte, das ist eine kleine Dose, das sind so ungefähr 400 Milliliter. Und das Ganze dann auch nochmal schön durchrühren. Dann kommt gleich ein bisschen Salz dran und Pfeffer. Das Ganze dann einmal so ein bisschen aufköcheln lassen. Immer mal wieder ein bisschen durchrühren. Und wenn es dann schon schön blubbert, können auch schon die Kapern mit rein. Die rühre ich einmal schön runter. Man könnte jetzt auch noch einen kleinen Spritzer Zitrone mit dran machen, wenn man mag. Oder auch, wenn man mag, noch ein paar Oliven. Zwischendurch ruhig nochmal durchrühren. Jetzt sind auch bald die Nudeln soweit. Müsste also jeden Moment der Wecker klingeln. Und dann kann auch schon der Thunfisch hier mit ran. Den auch schön unterrühren. Und dann auf kleiner Flamme noch etwas ziehen lassen. So, das war das Zeichen. Die Nudeln sind soweit fertig. Die können jetzt abgegossen werden. Und dann kommen sie mit in die Pfanne. Bevor ich jetzt die Nudeln dazu gebe, werde ich hier noch ein wenig Zucker ran machen. Und dann kann auch schon die Pasta dazu. Ich nehme davon heute nur die Hälfte. So. Und das Ganze dann gut untermischen. Ein wunderbarer Duft. Und dann kann auch schon angerichtet werden. Ich nehme dazu immer so eine Grillzange. Ja, man kann es halt auch mit einer Fleischgabel machen, aber das ist mir beim letzten Mal nicht so wirklich gelungen. Darum mache ich es heute einfach mal hier mit so einer Fleischzange. So. Dann kommen noch ein paar Basilikumblättchen damit drauf. Die zupfe ich hier einfach nur so grob. Und dann so ein klein wenig Basilikum an der Seite. So, dann kommt nur noch jetzt der Parmesan drauf. Den habe ich mir hier schon mal gerieben. Und dann kann auch schon serviert werden. Ja, das war es soweit. So werde ich es jetzt auf den Tisch stellen. Schmeckt wirklich super lecker, super einfach, ganz schnell gemacht. Und wirklich
um Klassen besser als all diese Fertignudelgerichte. Ich kann es wirklich nur empfehlen, macht es einfach mal selber. Ich wünsche jedenfalls einen guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!